Was geht, was geht, was geht? Zu wenig Testosteron ist tödlich. Du willst dein Testosteron erhöhen, aber hast keinen Bock, dir eine Spritze zu setzen? Easy. Du kannst dein Testosteron-Level auch auf natürlichen Wege steigern. Wie das geht, erfährst du jetzt. So, ne? Wir besprechen jetzt erstmal, wieso man überhaupt sein Testosteron Gehalt erhöhen wollen würde, ne? Gerade auf die sportlichen Eigenschaften gehen wir jetzt ein, die sportlichen Vorteile von Testosteron. Erstmal gilt zu sagen, Testosteron hat ganz, ganz viele Eigenschaften in eurem Körper. Wie gesagt, das sind jetzt nur einige. Körperbehaarung kriegt man da mehr durch tiefe Stimme zum Beispiel auch. Aber was das beim Sport bewirkt, ist erstmal mehr Muskelmasse. Ja, das ist einfach so. Durch Testosteron werden bestimmte Sachen im Körper bewirkt, wo du halt einfach Muskelmasse von aufbaust. Ja, zudem fördert das die Bildung von roten Blutkörperchen, somit auch deine Eisenaufnahme und deine Ausdauer ist einfach besser. Allgemein kann man also sagen, die sportliche Leistung steigt. Ja, zudem begünstigt es ein bisschen den Kalziumstoffwechsel, deine Knochen werden ein bisschen fester, ein bisschen härter, ne? Du kannst ein bisschen härter trainieren und tatsächlich hast du einfach auch durch einen sehr hohen Testosterongehalt eine gewisse Abnahme von Körperfett zu. Zum einen durch die vermehrte Muskelmasse, die dann einfach mehr Energie verbraucht, ne? Zum anderen aber auch durch andere Prozesse. Ja? Zudem kontrolliert das auch noch deine Körperfettverteilung. Ja? Das heißt, wenn du viel Testosteron hast, dann hast du, sage ich mal, eine günstigere Körperfettverteilung, nicht so viel Fett im Bauchbereich. Ne? Also das hört sich jetzt alles schon mal sehr, sehr gut an. Ne? Das wollen die meisten Leute. So, und jetzt kommen wir dazu, wie man denn ohne sich eine Spritze in den Arsch zu jagen, sein Testosteron steigern kann. Stichwort. So, Testosteron quasi. Es geht jetzt eher darum, wie man in seinem Lifestyle den Lifestyle so anpassen kann, dass das Testosteron-Level nicht unnötig sinkt. So, das sind jetzt ein paar Punkte, die haben wir jetzt hier mal für euch zusammengefasst. Es geht in erster Linie darum, Diäten, also die Ernährung an sich anzupassen, sich ausgewogen zu ernähren, jetzt nicht krasse Diäten zu fahren mit wenig Kohlenhydraten oder vor allem wenig Fett, weil Testosteron eben aus Fetten quasi auch kommt, ne? Im Endeffekt, um das jetzt mal ganz grob so zu sagen, also wenn du kein Fett hast, kannst du auch schwer Testosteron herstellen. Deswegen ist auch ganz wichtig, quasi jetzt nicht Low-Fat zu gehen oder allgemein krasse Diäten zu fahren, weil dadurch einfach der Körper kein Testosteron mehr produziert, oder halt nicht keine, weil weniger Testosteron nur produzieren kann. Wenn du zu viel Körperfett hast, dann kommt es gerne mal dazu, dass eben eher Östrogen, also als andere Geschlechtshormon, produziert wird. Genau, das Weibliche. Das andere. Ja, das, also ich das muss ja nicht unbedingt weiblich sein. Spaß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann es dazu kommen, wenn man halt eben ein bisschen zu viel Fettmasse hat, also extrem viel Fettmasse hat, nicht nur ein bisschen, dass 50% weniger Testosteron gebildet werden, was halt schon eine Masse ist, wenn man denkt, für was das alles zuständig ist. Zu wenig Körperfett ist eben auch nicht hilfreich, wenn du jetzt irgendwie bei 5% Körperfettanteil rumgammelst, die ganzen Leute auf der Bühne, da kann es halt auch zu krassen Einbüßen kommen in der Testosteronproduktion und Testosteronspiegel. Wenig Schlaf kann den Testosteronspiegel auch um 15% senken. Das wurde in einer Studie bewiesen, es waren jetzt nur 10 Männer, die da mitgemacht haben, aber von den 10 Leuten wurde halt gemessen, ne, davor und danach. Einmal haben die 10 Stunden, dann 8 Stunden, dann 5 Stunden haben die gepennt. Und da wurde dann festgestellt, bei eben nur 5 Stunden innerhalb von einer Woche ist das Testosteronspiegel um 15% gesunken. Und das ist halt schon mal eine Masse. Stress, also das Stresshormon Cortisol, führt auch dazu, dass der Testosteronspiegel sinkt. So in Prüfungsphasen oder wenn man allgemein Stress hat in der Arbeit oder im allgemeinen Leben viel Stress hat. Schlafmangel führt auch zu innerem Stress, was dann wieder, ne, dieser Kreislauf, der schließt sich dann irgendwann. Also schauen, dass man seinen Stress gering hält, ist manchmal nicht so einfach, aber führt auf jeden Fall auch zu geringerem Testosteronproduktion. Alkohol und allgemein Drogen, kann man sich schon vorstellen, ist ja jetzt auch nicht so wirksam. Wenn man jetzt Testosteron irgendwie viel will, sollte man Finger von lassen, klar. Und wenn man Mängel hat mit bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen, dazu gehört Vitamin D, Zink und Magnesium. Das sind die drei, wo man drauf achten muss. Wenn man jetzt irgendwie sich denkt, gut, hier im Gym geht es jetzt nicht voran, dann stellt man erstmal an diesen Stellschrauben rum. Kann man vielleicht gucken, ey, hier 7,5 Stunden Schlaf, geh mal zum Arzt, mach ein Blutbild, schau mal, wie meine Vitamine aussehen, Zink, Vitamin D und Magnesium. Ich schau mal, dass ich nicht so kranke Diäten fahre, wenn man vielleicht beim Abnehmen ist und trotzdem, gut, Diät und Muskelmasse aufbauen, ist ja trotzdem, also ist schwierig einfach, ne, aus dem Grund auch. Und schau da, dass man seinen Stress runterfährt und ansonsten... Genau, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die man machen kann in Bezug zur Supplementierung. Ja, ich würde euch auch empfehlen, einfach erstmal die Sachen, die der Lukas jetzt gesagt hat, zu machen. Und wenn das dann alles nichts bringt, ja, wenn man da dann alles optimiert hat, kann man sich noch überlegen, andere Sachen zu machen. Erstmal ist wichtig zu sagen, noch von den Testosteronarten,
ist nur das freie Testosteron wichtig. Also wenn ihr ein Blutbild macht oder so, das untersuchen lassen, achtet auf den Wert, ja, dass das Ausschlaggebende ist, bringt euch sozusagen nichts, wenn das Testosteron an irgendwas anderes gebunden ist im Körper. Das kann ihr dann nicht gleich verwerten. Ja. Ich habe jetzt noch zwei Supplements rausgesucht, die was bringen können. Zum einen ist das Ashwagandha. Weiß nicht, ob es jemand von euch was sagt. Das ist ein Extrakt aus einer Wurzel, beziehungsweise kann man auch einfach die Wurzel gleich ganz essen, kann man auch machen. Es gibt eben auch das Extrakt als Supplement. Ja, das konnte nachgewiesen werden, dass das eben das Testosteron erhöht um bis zu 15%. Liegt teilweise daran, dass es den Effekt hat, einfach das Stresshormon, das Cortisol, runterzudrücken, wie wir vorher schon gelernt haben. Wenn das Cortisol runtergedrückt wird, hast du mehr Testosteron. Ja. Eine andere Möglichkeit wäre das Metallbor. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es, ja, sag ich mal, nicht so viel Beweise dafür, dass es wirklich was bringt. Es kann aber in gewissen Umständen ziemlich viel bringen. Und zwar gab es so eine Studie, die ältere Männer ein bisschen untersucht. Und da konnte eben nachgewiesen werden, dass das freie Testosteron um bis zu 28% erhöht wurde. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe auch eine Studie gesehen mit jüngeren Bodybuildern. Da wurde das auch gemacht, die logischerweise nicht gestofft haben. Es wäre ein bisschen blöd, dann so eine Studie zu machen. Und da hat das allerdings keinen Effekt gehabt. Ja, also man sieht schon, ja, die Studienlage ist da nicht so eindeutig zu diesem Thema. Nichtsdestotrotz kann man das einmal ausprobieren. Ja, gerade wenn man vielleicht ein bisschen älter ist, könnte das durchaus einen positiven Effekt haben. Genau, das sind so die Sachen, die man supplementtechnisch machen kann. Ich würde sagen, probiert sie mal aus, ne, wenn ihr Probleme damit habt. Und jo, das war's von mir. Tschüss. Doch kurz mal Facts droppen. Wenn man sich ein bisschen für Testosteron interessiert, also normalerweise ist es so, dass es sich das Testosteron aufbaut, also in der Pubertät hat man nochmal so einen ziemlichen Stoß, in der Embryonalentwicklung sogar schon, also im Bauch von der Mutter wird schon Testosteron geballert, dann das nächste Mal in der Pubertät und bis 18, also wenn du 18 bist, hast du diesen Peak erreicht. Also wenn man stoffen, also ne, jetzt ab weg von den natürlichen Sachen, wenn man stoffen will, dann lieber nach dem 18. Lebensjahr, nach dem 22. Lebensjahr, weil es nämlich dazu kommen kann, dass sich das Testosteron-Level falsch anpasst und dann hast du einfach, wenn du noch nicht mehr stoffst, so einen richtigen Down-Peak, sage ich mal. Mhm. Und das Testosteron geht im natürlichen Sinne ab 30 bzw. 40 auch wieder bergab. Und da gibt es auch Leute, die da, also einfach dann mit 40, 50 dann Testosteron-Ersatztherapie machen, was auch eine ganz normale Sache ist, um halt einfach, wie Leo schon gesagt hat am Anfang, weil unterschiedliche wichtige Aufgaben und Funktionen von Testosteron ausgehen. Sexualtrieb, Blutbildung, diese ganze Knochen, Muskeln, alles drum und dran. Sportliche Leistungsfähigkeit auch. Nochmal so als kleine Rundum-Information. Wenn man ein bisschen älter ist, muss man auch ein bisschen auf seinen Testosteron-Spiegel achten. Tschüss. Tschüss.